Also meine Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Holen wir noch das Mikro dafür extra raus. Heute ist das Thema des Tages Polygon und zwar mit meinem lieben Freund und Mitbewohner hier, Jorges. Der hat nämlich ein paar Fragen und zwar sucht er ein paar Begründungen, warum er denn seinen Token immer noch im Portfolio halten will. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns hier heute ein paar Fragen rausgesucht und Jorges wird sie mir heute stellen. Deswegen, ja, ich war einfach interessiert, so, was ist denn überhaupt Polygon? So, kannst du mir das näher erklären? Das, ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt bis zum Ende dran. Viel Spaß beim Zusehen. Also, Frage Nummer 1. Was ist Polygon, hast du gemeint? Und zwar, Polygon ist einmal eine Layer 2 Lösung, also eine Skalierungslösung für Ethereum. Ethereum kennst du ja bestimmt, das ist die bekannteste Smart Contract Plattform und das heißt eigentlich kurz genommen so viel, dass man einfach auf der Blockchain einfach auch Applikationen laufen lassen kann und einfach auch zum Beispiel dezentrale Finanzapplikationen, weißt du, zum Beispiel irgendwelche Sparprotokolle und was auch immer. Also. Und kaufen wir das jetzt? Also ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren? Grundsätzlich jetzt ist halt eben die Frage, darauf werden wir dann später noch im Video zurückkommen. Zuerst hätte ich mal gesagt, klären wir mal den Nutzen und den Sinn und Zweck, einfach das Produkt selber. Also der Sinn von Polygon ist einfach mal Ethereum skalierbarer und günstiger zu machen. Okay? Ja. Also es geht eigentlich all in all nur um Ethereum. Das, was auf Ethereum sich tut, ist wichtig für Polygon, weil Polygon probiert einfach die Blockchain schneller zu machen, sicherer und günstiger. Okay? Okay. Also das ist einfach quasi eine sehr Ethereum-ähnliche Blockchain selber, die sehr gut mit Ethereum kompatibel ist, auf der sehr viele selber Smart Contracts, also Applikationen laufen. Mhm. Was ist zum Beispiel ein Smart Contract? Zum Beispiel Uniswap. Das kann eine Börse sein, ein Smart Contract oder ein Bild oder was auch immer. Und Polygon ist eben dafür bekannt, dass die extrem High-Tech Entwicklungen und Technologie haben. Also die verwenden sogenannte ZK-Solutions. Das sind einfach eigene Blockchains, die extrem gut kompatibel mit Ethereum sind, die halt gut zusammenpassen. Und die kümmern sich dann um verschiedene Solutions, wie beispielsweise die EVM-Solution. Das ist halt die Ethereum Virtual Machine. Das heißt einfach so viel, dass einfach Smart Contracts super mit der Ethereum-Blockchain kompatibel sind. Und das ist halt einfach wichtig, weil halt Ethereum die meisten Smart Contracts anbietet, ja, die meisten dezentralen Applikationen und so weiter. Also es gibt mehrere Gründe. Aber Ethereum, das gesamte Ökosystem selber, ist nicht nur ETH oder Polygon, sondern es sind beide zusammen, inklusive der ZK-Rollups und Solutions von Polygon. Okay? I see, okay. Das klingt ja jetzt alles sehr, sehr positiv. Gibt's da überhaupt Nachteile? Nachteile gibt es auch, und zwar tatsächlich mehrere, weil im Grunde genommen ist es noch so, dass jetzt Polygon nur partiell mit der Ethereum-Blockchain kompatibel ist, mit der EVM-Maschine. Okay, Ethereum Virtual Machine, den Begriff habt ihr bestimmt schon alle mal gehört. Und zwar ist außerdem auch noch Polygon extrem zentralisiert und hat keine Privatsphäre, die geboten wird. Also es hat jetzt mehrere Gründe und Bewegungen innerhalb der Blockchain-Entwickler von Polygon gegeben, dass sie in diese Richtung sich bewegen wollen, aber dabei kannst du zum Beispiel jede Transaktion und alles, was jeder tut auf Polygon, nachverfolgen, was eigentlich nicht so geil ist für uns persönliche Konsumenten. Das ist das gegenteilige, das gegenteilige Konzept von Bitcoin eigentlich. Auf jeden Fall, da geht es halt um die Anonymität, die Pseudo-Anonymität eigentlich, und die wird bei dieser Smart Contract Plattform noch gar nicht geboten. Also es kommt auch noch extrem viel auf Ethereum drauf zu, weil die gehen jetzt in Regulierungsrichtungen und jetzt wird sich herausstellen, ist Ethereum eine Security oder nicht. Also unterliegen die strengeren Regulierungen, und so zentralisiert wie die sind, Ethereum und Polygon, finde ich persönlich schon. Okay. Okay. Und sonst, ich meine, Polygon hat ja schon irgendwie so seinen Peak. Wird es noch weiter wachsen jetzt? Polygon wird, denke ich, bestimmt weiter wachsen, einfach weil sie jetzt in Richtung Dezentralisierung mehr gehen und Ethereum halt einfach immer noch das Monopol der Smart Contract Welt ist, der Blockchain Welt ist. Okay? Kommen wir nochmal kurz zu den Vorteilen. Auf jeden Fall, Polygon ist schnell, sicher, günstig und es wird extrem einfach künftig sein, dApps, also diese Smart Contracts, auf dieser Blockchain zu implementieren. Genau. Ein weiterer Nachteil ist eben, wie bereits gesagt, die partielle Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine dabei eben noch extrem zentralisiert die Blockchain, also 5 Entitäten, 5 Multisig Signatures kontrollieren die ganze Blockchain. Also es ist eigentlich extrem kacke alles noch, aber sie ist schnell, günstig und billig, und wir gehen in die Dezentralisierungsrichtung, und das spricht dann wieder dem... Für eine Kaufempfehlung. Genau, das würde ich vom Nutzen her persönlich auch sagen. Wir wollen ja nicht alle überwacht werden letzten Endes. Noch zum Wachstum aktuell. Die Entwickleraktivität ist extrem hoch, was sehr für die Blockchain spricht, weil jetzt sind wir halt in Zeiten wie in einem Bärenmarkt, wo halt viel Wert hoffentlich aufgebaut wird irgendwann, und der wird dann halt auf der Ethereum-Blockchain und der Polygon-Blockchain halt dann angeboten werden.
Außerdem ist das institutionelle Interesse ebenfalls sehr hoch. Das können Sie übrigens alles hier auf Dune Analytics nachschauen. Das ist eine der besten Plattformen, wo ihr checken könnt, wie die Aktivität ist. Auch bei DeFi Llama, gehen wir da noch kurz drauf. DeFi Llama und Dapp Raider, das sind meine absoluten Lieblings-Apps, um zu checken, was sich auf einer Blockchain gerade tut und wie aktiv sie tatsächlich aktuell ist. So, schauen wir die einfach später nach. Gehen wir jetzt mal noch auf die Twitter-Seite. Also ihr seht, Polygon legt extremen Wert auf Nachhaltigkeit und Carbon-Neutralität, was auch immer das bedeuten soll. Fakt ist auf jeden Fall, sie wollen extrem nachhaltig sein und probieren möglichst wenig Energie für die Datenspeicherung und Verarbeitung zu verwenden, was ich eigentlich auch eine sehr coole Idee finde, weil warum nicht nachhaltig sein, wenn man es kann. Und ja, im Grunde genommen, der Matic Token wird vermutlich noch unbenannt werden, lässt sich noch abschließend sagen, einfach weil das mal ein Testnet für die Ethereum Blockchain selbst war. Jetzt mittlerweile hat sich diese Blockchain, diese Nebenblockchain eigentlich auch als wichtiges eigenes Medium klassifiziert, einfach weil so viele Smart Contracts und Dapps entwickelt werden auf ihr. Also all in all ist auf jeden Fall das Wachstum der Chain da, auch der institutionelle Andrang wird immer größer. Und ja, jetzt stellt sich mal die letzte Frage für uns Anleger, sollten wir sie jetzt kaufen oder nicht? Und ich würde ganz persönlich selber sagen, schauen wir uns hier mal die Dinge an. Was würdest du denn hier, oder warte, ich zeige jetzt mal diese Ding. Was sagst denn du so hierzu? Würdest du jetzt kaufen oder nicht? Abgesehen davon, dass wir hier recht wenig Informationen haben. Ich würde vielleicht sogar noch warten, dass der noch ein bisschen droppt, ehe ich reingehen würde. Okay, ja, das macht absolut Sinn, persönlich mit der Gesamtwirtschaftslage weltweit zusammen kombiniert, macht es auf jeden Fall Sinn. Ein bisschen zurückhaltend sein mit dem Kapital, was man investieren möchte, aber... Das macht grundsätzlich absolut Sinn. Das Einzige, was wir hier zum Beispiel sehen, ist, wir sind in einem Uptrend, wir haben Higher Highs und Lower Lows, okay? Ja. Dieser Uptrend hat eigentlich nur schwach abgenommen. Also wir sind jetzt hier mittlerweile in einer Periode mit wenig Volumen, das heißt konsolidieren wir und jetzt wird sich nach einer Konsolidierungsperiode ein ruckartiger Move ergeben. Es könnte entweder ein Move nach unten sein in Richtung Volumen, sehr wahrscheinlich, oder schon ein Move in Richtung weiterhin rauf. Also ich persönlich würde, wenn jetzt ein Move nach oben kommt, Short gehen und wenn jetzt ein Move nach unten geht, gegebenenfalls Long gehen und für einen DCA-Preis, wir sehen einen starken Uptrend, trotz der Rezession, jetzt haben wir auch nicht so stark korrigiert, oder schauen wir mal die Korrektur actually an. Schauen wir sie mal an. Okay, wir haben eigentlich eh stark korrigiert. 90%. Also die 50-80-Regel, die kennst du mittlerweile schon aus der Telegram-Gruppe, da könnt ihr auch noch gern vorbeischauen. Ja, all in all, in einem Uptrend und in einem trendenden Markt ist das auf jeden Fall ein Kaufsignal für mich. Und ich persönlich DCA hinein. Das heißt einfach Dollar Cost Averaging, also regelmäßig einen Sparplan hinein. Mhm. Natürlich probiere ich mein Portfolio auf alle Märkte zu verteilen, aber all in all bin ich long auf Polygon, einfach weil auch das Entwicklungsinteresse und das Interesse von Retail-Investoren, die pushen das und die pushen das jetzt noch aus der zentralisierten Schiene, werden das alles viel dezentralisierter machen und dann ist es cool, dann haben die Leute noch mehr Bock, so ist es. Und jetzt hat zum Beispiel Polygon noch einen DAO rausgebracht. Was ist das? So ein DAO-Token, ne? Ein DAO-Token, genau, damit hast du dann einfach quasi Rechte, um mitzubestimmen, wie diese Blockchain funktionieren soll. Und das ist eigentlich eine mega coole Sache, weil das bringt auch viel Dezentralisierung mit hinein in das Ganze. Also ein DAO, hier noch habt ihr die Definition, habe ich die irgendwo rausgesucht? Ich glaube schon, geben wir sie hier noch ein. DAO-Krypto-Definition. Das ist eine decentralized autonome Organisation. Also mit der kann man mit Tokens, wenn man sich viele von denen kauft, mitbestimmen, was sich auf der Blockchain tut. Und das ist halt geil, weil es einfach quasi eine Art Demokratie in dieses Ding bringt, auch auf der Basis von Kapitalismus. Also desto mehr Geld du hast, desto mehr kannst du mitbestimmen. Das ist natürlich nicht sehr dezentral, aber es bringt einfach den, es ist halt, weißt du, dein Stake kannst du halt dann mehr verdoppeln. Und wenn du halt viel opferst, dann glauben die Leute halt mehr, wenn du halt quasi Vertrauen da reinsteckst, dass es mal später was wird. Deswegen wäre ich ein Whale, würde ich sofort reingehen, um mehr Macht auszuüben. Halt, da sind eh schon so viele Whales drin in Polygon, befürchte ich, aber ja, grundsätzlich, Market Making in Zeiten wie diesen ist eine gute Idee. Ja. Also ja, hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Kommt sonst noch was auf? Das war's erstmal. Das war's erstmal. Wunderbar. Antworten. Ich glaube, ich habe jetzt einen besseren Überblick bekommen. Immer gerne. Ich hoffe auch. Und ja, wenn sonst noch irgendwelche Fragen von euch Leute aufkommen, schreibt sie gerne in die Kommentare oder in die Telegram-Gruppe. Ihr wisst mittlerweile, es ist alles in der Kommentarbox verlinkt. Ja, genau. Wenn ihr sonst noch ein paar irgendwie themenspezifischere Fragen habt, stellt sie auch eben, wie gesagt, gerne in der Telegram-Gruppe. Die Community ist wirklich top und gebildeter als angenommen. Also es kommt wirklich valuable
hilfreiche Antworten von der Community, was ich mega geil finde. Also ja, wenn ihr da Interesse habt, schaut es nochmal vorbei. Und sonst war es auch schon mal zu dem heutigen Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.